Ja, gleich. Möchte ich schon mal anstelle des Publikums. Gut, ne? Es ja, war eine starke Runde. Das sind achtbare 18. Die achtbare, also ist ja mehr als achtbar. Das sind die, was haben wir sonst für, wir haben ich, ja nicht so das kommt 18. nicht so oft vor, dass wir das ja, haben. Ich glaube, da gibt es noch keine Alliteration. Brachiale 18, aber das passt natürlich nicht mit der Alliteration. Ja, das ist eine riesen Herausforderung jetzt. Auf jeden Kinder. Fall, das kann man so sagen, ja. 2 Minuten für Sie, ihr setzt ihn zurück, wenn alles er passt. Klar. Sollen wir loslegen, ja? Bitteschön. Gut, zum letzten Mal heute Abend. Die Jagd beginnt. Die archaische 18 musste Herr Dr. Kinne schlagen. Er hat 2 Minuten und seine Zeit startet jetzt. Welcher Keks ist unzumutbar lustig? Scherzkeks. Welcher Antonin komponierte die Oper Die Teufelskäthe? Dvořák. In welchem Nachbarland wurde im Juni 2019 Alexander Schallenberg Außenminister? Österreich. Welcher deutsche Philosoph meinte, die Wahrheit der Absicht ist nur die Tat? Kant. Stopp die Uhr. Erste Chance für euch. Schopenhauer? Nee, das war Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel. 15, 1,42 auf der Uhr, die Zeit startet jetzt. In welcher Glücksspielstadt spielt die Filmkomödie Hangover? Las Vegas. Björn Engholm war Ministerpräsident welches Bundesland? Schleswig-Holstein. In der griechischen Mythologie ist Iris die geflügelte Göttin welches Bogens? Regenbogen. Welcher Deutscher erhielt 2007 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film? Pass. Stopp die Uhr. Sie wissen ihn, er kam nur nicht raus. Ja, ja. Daniel Brühl? Nee, ein Regisseur, ne? Florian Henkel von Donnersmarck. Von Donnersmarck, genau. Damals. Ja. So, 1,20 für 12. Ja. Alles möglich hier. 6 haben sie schon weggeschafft. Die Zeit startet jetzt. Der Hamburger Michel steht zwischen Alster und welchem anderen Fluss? Elbe. Ein Eber ist ein männlicher Vertreter welches Tieres? Wildschwein. Die Apollo 11 startete von welchem US-Bundesstaat ihre Reise Florida. Zum Mond? In wie vielen Zügen kann ein Bauer von seiner Grundstellung aus die andere Schachbrettseite erreichen? 6. Stopp! Nächste Chance für euch. Komm, holt euch mal einen. Mehr. 8. 8. 9. Ja, Sache. Ich kürze es ab. 5. Ja, okay. In 5 Zügen. 59, wir sind knapp unter der Minutengrenze. 9 brauchen Sie, Herr Kinne. Die Zeit startet jetzt. Manch ein Spielsüchtiger verzockt redensartig Haus und? Hof. Margaret Roberts war der Mädchenname welcher britischen Premierministerin? Zu wem sagte der Erzengel Gabriel laut Lukas-Evangelium, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich? Maria. In welchem Schweizer See liegt die Insel Ufenau? Genfersee. Stopp die Uhr. Nächste Chance. Sachen See. Sag ein. Zürichsee. Zürichsee, leider. 41 für 6. Und die Zeit startet jetzt. Wo befindet sich der rote Punkt auf der Flagge Japans? In der Mitte. Bis Ende der 1980er Jahre glaubte man, dass die Varusschlacht in welchem Wald stattfand? Teutoburger. Welcher Schwimmstil ist beim modernen Fünfkampf gefordert? Kraul. Stopp die Uhr. Freistil. Bitte. Freistil. Freistil, völlig richtig. Damit sind es wieder 5. 26 Sekunden, volle Konzentration okay. Für alle Parteien hier. Die Zeit startet jetzt. Welcher Horst produziert der Edgar-Wallace-Filme sowie der Schatz im Silbersee? Wendland. In welchem Ozean mündet der Mississippi? In Atlantik. In welcher Stadt kann man im Nikolaiviertel das Zille-Museum besuchen? Berlin. Ursa Major lautet der lateinische Name welches Sternbildes? Welcher antike Philosoph analysiert in seiner Poetik Sokrates. Tragödie? Stopp die Uhr! Philosoph? Wollte keinen aufwecken. Frage Platon. Noch mal hören? Brauch jetzt die Antwort. Platon. Was? Platon. Ja. Sag ruhig. Aristoteles wäre es gewesen zum Sieg, Herr Kinne. Ja. Jetzt haben wir noch 3 Sekunden. Ja, machen Sie schnell. Ja, ich sag's Ihnen ehrlich, ich hoffe auf eine lange Frage. Ich weiß. Die Zeit startet jetzt. Wer einen Fauxpas begeht oder jemandes Unwillen... Fettnäpfchen wäre es gewesen. Ihr habt gewonnen, 26.500 Euro. Was haben Sie gerufen? Schritt, weil falscher Schritt. Es ist, meine Hoffnung wurde erfüllt, es ist eine lange Frage. Und nachher tritt redensartig in welches Näpfchen. Es wäre so einfach gewesen, aber die Zeit war weg. Ihr habt es gepackt, ich freue mich sehr für euch. Ihr habt es total verdient, muss ich sagen. Aber bevor Sie abhauen...
Wow, tolles Finale. Dankeschön. Das ging bis wirklich spitze auf Knopf. Vielen Dank, Glückwunsch, macht euch einen schönen Abend. Das war Gefragt, Gejagt für heute. Und wir freuen uns sehr aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Guten Abend, tschüss. Bravo.